Radio. Also ich kein höre Wort, gar nicht, weil so kein Wort verstanden einfach. Leute, wir sind hier wieder bei Deck auf Flach und Polizei! Hilfe! Mit dabei ist der liebe Alphastein und auch leider Lukas. Alphastein, wenn du dein Soundboard vielleicht ein kleines bisschen leiser machen könntest, weil ich nehme wirklich taub auf hier einem Ohr. Okay. Dankeschön. Leiser, habe ich gesagt. Okay. Stein, es reicht. Super, meine Freunde, wir jumpen direkt mit Stein. Stein, bitte. Ich finde dich so süß. Okay. Er ist gegangen. Ja gut, wir haben heute wieder die besten deine Mutter mit in der Welt rausgesucht, Leute. Mit dabei ist heute Alphastein und der Wife. Und ich würde sagen, wir fangen direkt an. Alphastein, liest doch gerne den ersten Witz vor. Gut, Lukas, wenn man deine Mutter morgens Lukas, wenn man deine Mutter morgens anschnippt und bis abends wartet, schwabbelt es immer noch. ja, manchmal ist es. Deine Mutter ist so dumm, sie glaubt, die STS gewinnen zu können. Was? Lach einfach. Deine Mutter sinkt so tief, als sie mal schwimmt war, anstatt das tote Meer. Ja, Wissenschaftler fanden neue Lebensformen in der Bauchfalte deiner Mutter. Ja, das kann natürlich Okay, wo ist der Unterschied zwischen Shrek und deiner Mutter? Der Bart, Shrek hat keinen. Ah, okay. Deine Mutter bezahlt Parkgebühren, egal wo sie steht, weil sie so fett ist. Okay, einfach schneiden, hast du noch einen? Ja, deine Mutter wird in Afrika von Elfenbeinjägern verfolgt. Okay. Ja. Deine Mutter ist so fett, nicht mal eine Rakete kommt mit ihr ins Weltall. Hä? Das macht ja überhaupt keinen Sinn, dieser Witz, Lukas. Das macht gar keinen Sinn. Lukas, das macht gar keinen Sinn, Alter. Ja. Lukas, deine Mutter kriegt beim Aldi in der Kasse eins auf die Fresse. Ah ja, okay. Mhm. Du gegen deine Mutter spuckt dich an und hat gewonnen. Deine Mutter zieht bei DSF Trucks auseinander. Auseinander? Was? Auseinander? Hä, was? Deine Mutter ist so dumm, sie schreibt auf Erdnüsse und freut sich über einen Snickers. Ah, oh, Junge, deine Mutter bringt sogar hässliche Zwiebeln zum Heulen. Warum ging die Titanic unter? Wegen deiner Mutter. Deine Mutter schwamm im Wasser. Ah, okay. Deine Mutter fährt im Motorrad Hühnerstall. Was? Macht dir gar keinen Sinn. Sagt deine Mutter. Sage ich, ich kann kein wahrlich. Deine Mutter ist so behindert, die kämpft bei COD im Story-Modus. Junge, ich bin hier auf so einer Seite, wo User selber die Witze schreiben können. Die sind alle so scheiße. Bei mir hat die ein sehr guter Comedy-Autor geschrieben, ja? Ja, deswegen sind die auch besser. Ja, deine richtig. Mutter ist so fett, wenn sie ein Pokémon wäre, wäre sie ein fettes Pokémon. Interessant. Ja, hier steht halt das Wort Dixie-Klo mit H geschrieben. Ich revidiere meine Aussage mal einfach. Lukas, deine Mutter ist viel zu hässlich mit Telefonsex. Ja, das, ja. Nächster 0 Daumen hoch, 5 Daumen runter. Deine Mutter ist so hässlich, wenn sie ins Spiegellabyrinth geht, sagt sie, was es nicht für hässliche Leute gibt. Alphastein, möchtest du vielleicht noch mitmachen, oder? Boah, war der geil. Alles klar, wir warten ganz kurz. Lukas, deine Mutter hat die faltigsten Eier im ganzen Seniorenheim. Ja, ja. Deine Mutter ist so hässlich. Ja, ja. Sie wird als Handy mit 1 Million Gigabyte genommen. Bitte? Alter, also die sind immer so scheiße. Das hat überhaupt gar keinen Sinn. Deine Mutter ist so fett, sie hat 3 Uhren an ihrem Handgelenk, weil sie einfach in 3 verschiedenen Zeitstunden steht. Ja. Deine Mutter ist so dumm, sie klettert über eine Glaswand, damit sie sieht, was dahinter ist. Deine Mutter ist so fett, ihr Klassenfoto, die erste Klasse druckt immer noch. Deine Mutter ist so fett, wenn sie Fortnite spielt und eine Mauer setzt, wird sie als Mauer genommen. Alter, geil! Was? Die Rechtschreibfehler lachen. Was hat deine Mutter und die Sonne gemeinsam? Ja, desto länger man reinschaut, desto heftiger tun die Augen weh. Das stimmt halt wirklich. Jetzt deine gut. Ah. Oh. Deine Mutter geht zu Aldi, kauft Duschgel, steht drauf, duscht das. Was tut sie? Sie duscht es. Mit dieser Flasche? Alter, ich hab keinen Bock mehr. Deine Mutter ist so fett, sie ist letztens von einem LKW überfahren worden, jedoch ist der LKW in ihrem Bauchnabel stecken geblieben und alles war gut. Oh, Junge. Deine Mutter ist so dumm, sie wird vom Obdachlosen Treffen ausgeschlossen. Ja, weil sie so dumm ist, ne? Ja, wahrscheinlich, oder? Wenn deine Mutter deinen Bruder disst, macht er so einen Scheiß, Fotzenmutter hätte. Kann ich bitte gehen, Alter? Deine Mutter ist so dumm, die denkt, Tupac ist ein jüdischer Feiertag.
Hi. Deine Mutter ist so hässlich, dass bei Pokémon Go die Starter-Pokémon abhauen. Deine Mutter ist so fett, dass sie ihre Fingernägel bei JP Performance lackieren lässt. Deine Mutter ist so fett, die wenn springt, bebt die Erde. Ah, ja. Ja, moin, Digga. Pass auf, jetzt kommt ein ganz krasser. Deine Mutter frisst Futter. Belastend. Alperstein, hast du vielleicht noch was? Deine Mutter ist das Stunt-Double vom Räuberhotzenplatz. Deine Mutter ist so fett. Als sie Fallschirm springen war, starben die Dinosaurier aus. Macht gar keinen Sinn einfach. Nee. Deine Mutter ist Wildhüter in Hogwarts und wohnt in der Hütte. Deine Mutter ist so fett, wenn die Welt untergeht, ist die Option 2. Was? Was? Ja, moin. Ich bin noch 10 Kilometer gelaufen. Deine Mutter ist fett. Das ist so dumm. Deine Mutter ist so fett. Deine Mutter ist so fett, ihr Sternzeichen ist Double Whopper. Deine Mutter arbeitet in der Rügenwalder Mühle und rülpst den Fleischgeruch in die Packung. Was für... Wie kommt man auf sowas, Junge? Was? Wie kommt man auf sowas unendlich Dummes, Alter? Wenn Dummheit Fahrrad fahren könnte, müsste deine Mutter bergauf bremsen. Ich dachte, es gibt keine Geilen. Deine Mutter furzt in der U-Bahn und sagt, mein Hund war's. Deine Mutter hat aber keinen Hund. Deine Mutter lacht deinen Vater aus, weil er eine hässliche Frau hat. Wenn du das Gesicht deiner Mutter finden willst, musst du einfach ihre Oberschenkel klopfen und den Wellen folgen. Deine Mutter ist so fett, wenn sie in ein schwarzes Loch hier reingezogen wird, bleibt sie stecken. Moin, Digga. Deine Mutter ist so fett, wenn die Welt untergeht, können trotzdem alle Lebewesen problemlos auf ihr weiterleben. Deine Mutter fährt Wasserski auf 2 Flugzeugträgern. Stell dir vor. Yeah! Diese geisteskranken Übertreibungen, die überhaupt keinen Sinn mehr machen, Digga. Deine Mutter kocht Wasser nach Rezept. Deine Mutter ist so arm, sie bezahlt die Miete mit Pfandflaschen und dünstet ihr Gemüse in der Sauna. Achso, wenn man arm ist, hat man eine Sauna weg. Ja, ja. Deine Mutter ist so hässlich, sie kann sich kein iPhone X kaufen, weil Face ID kein Gesicht erkennt. Schafford jankt einfach. Deine Mutter hat ihr. Ja, bitte, Alperstein, hast du noch was? Ich will das nicht vorlesen. Schließ es bitte vor, Alperstein. Dann gehst du vor. Deine Mutter wird öfters geknallt als die Tür vom Arbeitsamt. Deine Mutter schreit ganz einfach von der Toilette, Kinder, kommt, weil ich bin ein 3D-Drucker. Einfach nur krank ekelhaft, Alter. Deine Mutter sammelt Laub für einen Blätterteig. Deine Mutter ist wie ein Geländewagen. Groß, verrostet und es passen 6 Bauarbeiter rein. Verrostet? Deine Mutter ist so fett. Sie rasiert sich ihre Schamhaare mit dem Rasenmäher. Deine Mutter hat Sex mit allen 4 Dudos. Lecker. Deine Mutter schlägt taube Leute und sagt, wenn ich hören will, muss fühlen. Deine Mutter hat bei Biggest Loser verloren. Hä? Deine Mutter ist so dünn? Hä? Wenn sie am Teich sitzen, kommen die Enten aus dem Wasser und sie... Es gibt deine Mutter ist so dünn Witze? Lava, wusste ich auch nicht. Deine Mutter ist so dünn, sie macht Knoten in ihre Seidenschrümpfe, damit sie wie Knie aussehen. Was? Was? Das ist ja komplett neu. Geil. Hä? Deine Mutter ist so dünn, dass sie im gefliesten Bad immer in die Fugen fällt. Hä? Was? Deine Mutter verkauft Stücke im Wald. Ja. Danke. Deine Mutter ist so dumm, sie füttert die WC-Ente regelmäßig. Ja, ist doch besser so, Alter. Deine Mutter war schon als kleiner Junge hässlich. Ja. Deine Mutter ist so dumm, sie füttert taube Menschen mit Brot. Weil Tauben. Och mein Gott, Alter. Oh, Junge. Boah, Mann. Belastend. Alter. Dann diese Scheiße. Laut den neuesten Berichten ist der Pisa-Turm so schief, weil deine Mutter sich zu weit am Balkon anlegte. Deine Mutter ist das hässlichste Alien bei Men in Black.
Deine Mutter ist so hässlich, beim Strippen bekommt sie Geld, damit sie sich wieder anzieht. Deine Mutter ist so hässlich, da erschrecken sogar blinde Kinder. Deine Mutter ist am Lagerfeuer die meist erzählteste Gruselgeschichte. Was? Deine Mutter ist so hässlich, sie hat den riesigen Scheißkopf in Jurassic Park gespielt. Oh Mann. Alpha Stein, hast du auch noch einen? Ach so, perfekt, dankeschön. Deine Mutter ist so hässlich, sie ist der Albtraum von Freddy Krüger. Deine Mutter wird angebrochen, um die Vorhänge zu schließen. Oh, nice, Alpha Stein. Oh! Lukas, deine Mutter ist so arm, sie trägt Mentos und Smarties als Ohrringe. Wie soll das versuchen, Alter? Ja. Deine Mutter furzt ins Badewannenwasser und sagt, oh, two can do. Den habe ich gerade einfach auch gesehen. Hä? Ach so, gesehen, okay. Okay, ja. Aber deine Mutter grillt Suppe. Okay, deine Mutter frisst Schafe und kackt dabei Pullover. Eine gute Maschine zum Pullover produzieren. Ja. Deine Mutter frisst Fischbrötchen belegt mit Moby Dick. Deine Mutter sitzt im Glashaus und frisst Steine. Deine Mutter beißt Batterien auf und denkt, sie könnte dadurch schneller laufen. Was? Ja, weil die Energie geben. Deine Mutter ist so dumm, sie spielt mit dem eigenen Spiegelbild Schere, Stein, Papier und verliert. Ja. Wie kann man denn das ist eine gute Frage, Alter. Deine Mutter arbeitet bei Footlocker als Fußabtreter. Deine Mutter ist wie real, einmal hin, immer noch fett. Hä? Macht gar keinen Sinn. Deine Mutter heißt Relaxe und versperrt den Gotthardtunnel. No. Den einzigen Schmuck, den sich deine Mutter leisten kann, sind Schweißperlen unter den Augenringe. Boah, Alter. Lecker, Alter. Deine Mutter ist so hässlich, Kinect erkennt sie nicht mal als Mensch. Deine Mutter arbeitet bei Kick an der Kasse als Piepton, hat nach 5 Minuten Text vergessen. Wie ging das nochmal? Ja, ich glaube, wir sind dann jetzt auch am Ende glücklicherweise angekommen. Alpha Stein, hast du im Hintergrund genügend Würfel gerollt? 43! Ja, perfekt. Deine Mutter cheatet bei Wii Fit. Ich würde sagen, Leute, das war's dann von dieser wunderbaren Episode. Wenn ihr wollt, dass Alpha Stein unbedingt nicht nochmal dabei ist, dann lasst mal gerne einen Daumen nach oben da. Ich war gut! Ja, absolut. Ja, danke dafür, lieber Standard-Skill. Leute, ich würde sagen, schaut auf jeden Fall nicht bei vorbei. Macht's gut, haut rein, bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen, tschüss.